Also, wir haben hier, sag mal die Spezifikation von dem Wagen. Was ist das für ein Wagen? Golf 8. Golf 8? Was für ein Modell speziell, weißt du nicht, ne? Das ist Elektro, oder? Ganz normal. Nee, ganz normal Diesel. 2021 Diesel. Alles klar. Guck mal, der hat in seinem Kofferraum hat eine Steckdose einfach, ne? Da kannst du, musstest du mitbestellen dann so gesehen, genau, ne? 230 Volt. 230 Volt wie zu Hause, ne? Und jetzt haben wir ein Kabel da in die Richtung. Jetzt können wir mal sehen. Wir haben unsere Gefriertruhe hier. Da kommt mein Wasser rein. Ne? Bisschen hier Zeugs drin. Ja, so hat man unterwegs immer kaltes Wasser. Wobei, mein Wasser ist kalt. Kannst du wieder rausnehmen, weil ich will direkt trinken. Mein Wasser ist kalt. Okay, alles klar. Die Fahrt geht gleich los. Und ja, wir werden euch heute vloggen. Wo gehen wir hin? Nach Attendorf. Alles klar. Wie? Attendorf. Attendorf? Ja. Skywalk, was war das? Skywalk Bar und Aussichtsplattform. Alles klar. Also, bis gleich. Ja, also, der Kollege hier, den Golf 8 ist das, ne? Ja. Der hat diesen Display und das da hier mit Tacho und so schon ein paar Mal bei VW hat reparieren lassen. Ne? Und jedes Mal kommt derselbe Fehler wieder. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Katastrophe. Katastrophe, ne? Fällt mir jedes Mal aus. Ja. Dreimal deswegen dort. Ja, der war jetzt schon dreimal dort und immer wieder dasselbe Problem. Jetzt musst du dir vorstellen, die sind noch in der Garantie, ne? Das heißt, das wird jetzt kostenlos, glaube ich, repariert, ja, ne? Aber jetzt stell dir vor, du hast einen niegelnagelneuen Golf 8, ne? Und du bist noch in der Garantiezeit. Irgendwann ist die Garantiezeit ja auch vorbei. Wie lange hat das denn Garantie? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, Bro, und dann wird das teuer, ne? Ich denke mal so ab 500 Euro aufwärts mindestens. Locker. Locker oder 1000er vielleicht sogar. Ja, also das ist das Ding, Alter. Deswegen musst du sogar mal Lenkrad ausgetauscht werden. Ja. Die haben alle Zusammenhang, weißt du. Lenkrad muss auch schon ausgetauscht werden. Ne? Und ja, die Dinger haben auf jeden Fall Elektronikprobleme von Anfang an. Ja? Also seit das Ding ist auf 0 Kilometer geholt worden, so gesehen. Ne? Ja. Also das kann man schon mal über Golf 8 sagen. Zumindest bei ihm. Kann ja sein, bei anderen Modellen, anderen Autos nicht. Aber bei ihm ist schon mehrfach alles ausgefallen. Sogar Lenkrad muss auch schon ausgetauscht werden. Nur damit ihr Bescheid wisst.